Willkommen bei Gartenbob. Ich wünsche euch erstmal ein wunderschönes Osterfest. Und ich habe mir wieder mal was anderes einverlassen in Sachen Deko. Eine Ostereiergalerie gemacht. Ja, ich habe hier mein Gerüst für unsere Bären einfach ein paar Schrauben reingedreht und kunterbunt dekoriert. Ja, in unserem Ranggerüst, wo der Wein, manchmal auch die Stangenbohnen wachsen, habe ich gleich weitergemacht. Und hier im Hintergrund gesehen, habe ich vom alten Bauholzleisten mal gleich mal weitergemacht. So, und dann war auch die Lücke mir ein bisschen größer, habe ich hier drei alte Holzstöcker zusammengestellt. Ja, und oben zusammengebunden, damit es nicht umfällt, wenn Wind kommt. Ja, muss immer mal anders aussehen, nicht immer gleich. Das gleiche habe ich hier gemacht, nochmal. Und da es dieses Jahr wieder mal ein paar mehr Eier sind als im letzten Jahr, haben unsere Eier Gelände, wo was sich ausbreitet, doch weiter noch hier rübergezogen im Garten auf die andere Hälfte. Denn wenn zu viele aneinander hängen, das würde dann zu überfüllt aussehen. Das ist mein Geschmack. Ja. So dekoriert haben wir wiederum auch alles Mögliche. Hier unser Pferd. Oder die Ente, den Fisch. Warum nicht? Hier noch unseren Garten-Obelisten. Sieht nicht aus wie ein Obelist, habe ich einfach bloß so genannt. Und hier ein normaler kleiner Ostereier-Apfelbaum. So. Ja, unser Huhn hat auch gleich noch ein Ei gekriegt. Also überall, wo die Bindfäden dran passen, kann man sie auch dranhängen. Ihr seht also, oder wie hier am Teich, am kleinsten Bäumchen. Wenn ich die jetzt dran lasse, das ist ein Esche-Bonsai, soll es mal werden, dann wäre dann irgendwann mal, können wir, wo haben wir eine große Esche, drehen wir uns wieder mal um, dann wären die beiden Ostereier da oben. So, für alle, die vorbeispazieren, die sehen es dann von außen. Hier unser dickes Osterei mit der Kettensäge ausgesägt. Im Hintergrund, da sind noch drei aus einer Sperrholzplatte. Hier unser Ostereierbaum. Das ist das Holzbrettern. Die Eier. Ja. Wer jetzt nicht unbedingt zu viel Eier ausbüßen will, der nimmt ein Brett, malt sich ein Osterei drauf oder in verschiedenen Größen und sägt es einfach aus. Ja. Ich bin der Meinung, es muss ja nicht immer alles gleich aussehen jedes Jahr. So, ansonsten, wie gesagt, nochmal ein schönes Fest. In Ruhe, Besonnenheit. Bis zum nächsten Mal.